So, und da sind wir wieder und betreten Vault Numero 5. Diesmal müssen wir nicht über die Liste, ich war zwischendrin nicht in der anderen Vault. Oh, ich muss das Mikro nochmal anfuddeln, wartet, ab Verständnis, Gnade. Das hing noch falsch, sorry. Falls es eben mal so ein bisschen komisch sich angehört hat, mein Fehler. Also herzlich willkommen, du bist hier im Studio Winter und ich bin der Kumpel. Sagte ich gar nicht, vor lauter Aufregung, dass es weitergeht, weil irgendwie finde ich es cool und da haben wir ganz viel Zeug und wir haben gar keinen Platz, alles zu sammeln. Und jetzt haben wir Glück, ein bisschen Glück, sage ich mal, denn wir können nochmal hier den Lagerraum ausbauen. Dafür reicht die Kohle tatsächlich. Und jetzt hoffe ich mal, reicht das hier. Ja, wir können alles sammeln und jetzt wird's gut. Der hat auch schon was gefunden. Könnten wir zurückrufen, sollte auch noch da sein innerhalb dieses Videos. So, jetzt haben wir hier einen größeren Lagerraum und da ist der Kerle wieder. Den packen wir hier vorne. Die packen wir im Moment immer da vorne. Jetzt gucken wir uns erstmal unseren Entdecker an. Das ist ja der hauptberufliche Entdecker. Der wird jetzt mal geheilt. Und dann schauen wir mal. Wir haben jetzt eine ganze Menge Sachen mitgebracht. Und ich denke tatsächlich, für ihn, der sich da draußen rumtreibt, ist am besten, wenn der jetzt erstmal als allererstes die Gefechtsrüstung bekommt. Die Waffe, die er hat, ist ja wirklich schon 1A. Also insofern, wir geben dem Herrn hier gerade mal schnell eine verbesserte Pistole in die Hand, um da so ein bisschen zu helfen und dann ging es auch viel leichter. Und da das ein Doktor ist, vielleicht haben wir was mit I. Ja, der sieht jetzt original aus, irgendwie Dr. Craig Hale, sieht irgendwie aus wie Spock. Hier der alte Knuspermann, hat das wieder mal geschafft, erfolgreich geknuspert. Und wir haben das Geld fast zusammen, um hier dieses Ding hochzubringen. Naja, mal sehen. Jedenfalls, den da könnte man jetzt nochmal wieder auf Tour schicken. Oder wir lassen ihn erstmal hier vorne stehen. Ich würde sagen, wir lassen ihn im Moment mal ein bisschen wach halten. Hier, die Michelle ist neu. Ne? Die ist jetzt auch frisch sozusagen geboren. Also erwachsen geworden. So, also gerade so erwachsen geworden halt. Ne? Und ihr Vater ist ja, halt der von selbst? Ach, der halt schon von selbst. Mal gucken, ob das hier was hilft. Wir brauchen ja Babys. Und darf man noch unsere Schwange stehen? Da hinten sind noch mehr Schwangere. Hier fehlt uns doch irgendwie immer noch einer, oder? Ne, sind alle Sechse da? Gut. Geld haben wir, aber ich will halt diese Quest da einfach machen, weil die 1000 sind echt viel. Und hier läuft noch einer rum. Das ist die Doris Milz. Ja, ein Pilz passt immer noch in die Milz. Oder zwischen Leber und Milz. Was denn mit dem Herren hier, mit dem Frosts? Vielleicht findet er die ja gut. Und die Schwangere, die packen wir ins Lager. Das so, hört sich so krass an, ne? Und dann haben wir hier noch die süße Rothaarige, die Martha Moore. Ja, komm mal mit, Martha. Ich muss den noch Namensdinger verpassen. Ich weiß sonst nicht, wo die hingehören. Und den Kerl da, wenn ich den hier trainieren könnte, dann würde ich den auch in die Wüste schicken, im wahrsten Sinne des Wortes, den alten Knacker, weil der würde wahrscheinlich ganz gute Sachen finden. Vielleicht sollten wir den auf alle Fälle mal bewaffnen, weil der ja eigentlich echt kampfstark sein müsste. Wenn ich ihm hier Abrahams Schlabberanzug wegnehme, was hier ich einen Scheiß finde. Naja, da kann er genauso gut den Krempel da behalten. Der macht zwar nichts für die Stärke, aber gut, jetzt ist er mal bewaffnet. Vielleicht kann er ja schießen. Jetzt haben wir hier den einsamen Herrn stehen. Und dann ist hier noch diese hübsche junge Frau, die Laurie Sanders. Die schicken wir mal da runter. Und dann gucken wir mal, ob da was Neues bei raus für uns entsteht. Ach, das sind ja auch noch Damen. Verdammt. Scheiße. Komm, Mädel, du musst wieder weg. Wir brauchen einen Herren. Du kannst das nicht leisten, was hier verlangt wird. Aber wir können unseren Entdecker da runter schicken. Und dann schauen wir mal, was da passiert. Und was passiert jetzt sonst noch? Wohnquartiere sind im Moment voll. Und hier kommt der Ingenieur heim. Der Ingenieur hat Schwör. In 14 Minuten ist er da. Und wir hoffen einfach mal, dass wir hier irgendwie genug Kohle zusammenkriegen, dass wir das Ding da vorankriegen. Wir schauen nochmal hier bei dem Herrn hier vorbei. Der kriegt jetzt... Ja, wir haben also nichts wirklich Passendes für ihn. Wir könnten ihm so richtig viel Glück verpassen, dem Christi Burg und eine Jagdflinte. Das heißt, wenn hier einer eindringt, dann gibt es jetzt schon mal ganz ordentlich Widerstand. Oh, guckt mal, das hilft uns. Das war so ein Spion, der bringt uns jetzt ein bisschen Geld ein. Nehme ich dankbar an. Unser Ziel ist ja, das Ding da hochzukriegen, dass wir endlich die andere Quest kriegen. Dann haben wir nämlich wieder fast genauso viel Geld. Sehr geil.
So, okay, wen haben wir noch, den wir da bewaffnen müssten? Die Dame hier, die hat, glaube ich, schon ein Pistölchen bekommen. Besser wird's auch aktuell nicht. Das verbesserte Luftgewehr, mit dem machen wir jetzt erstmal eins. Warte mal, was haben wir für Quests? Gucken, nicht, dass wir die verkaufen müssen. Verkaufe eine Waffe oder ein Outfit. Das machen wir doch glatt in dem Falle. Also, wir verkaufen, auch wir haben sogar zwei. Dann verkaufen wir dieses verbesserte Luftgewehr mal guten Gewissens, weil das ist, naja. So, jetzt haben wir die Quest theoretisch erfüllt, oder? Ja, meine Quest. So, nochmal gucken, was wir noch für Questen haben. Was haben wir Neues gekriegt? Sammeln 100 Wasser. Das kriegen wir realisiert. Da haben wir kein Zeitfenster. Also Wasser ist im Moment, bei uns dreht sich echt alles gerade um Wasser. Das haben wir ja schon ein Stückchen weiter. Und ich könnte ja hier versuchen, aber nee. Nee. Und hier, dieses Luftgewehr, das recyceln wir mal. Kein Schrott erhalten. Schade. Hätte ja sein können. Der Versuch macht's. Und was passiert hier so? Darf ich dich vielleicht Schatzi nennen? Das I habe ich selbst hinzugefügt. Die beiden sind noch nicht so miteinander befreundet irgendwie. Das hier ist der Frost, das ist die Milz, das ist die Moor und das ist der auch der Moor. Das heißt, das dürfte schon seine Tochter sein, deshalb hoffe ich, dass er sich dann mit der da anfreundet. Die beiden, die mögen sich schon ganz gerne. Nur, was machen wir hier mit den anderen? Warte mal, ich versuche mal was. Ich schicke mal den und den kurz darüber. Mal gucken, ob das so klappt, wie ich mir das denke. Und jetzt schicke ich erstmal das Mäuschen da wieder rein. Ach scheiße, das war die falsche, ne? Komm mal her. Oh, Red-Kakerlaken. Jetzt musst du alleine mit ihnen kämpfen. Es tut mir leid. Es tut mir echt leid. Ich wollte das nicht. Ich wollte nicht, dass die alleine... Hast du gut gemacht, Baby. So, jetzt steht die wieder da dabei. Jetzt schicken wir die darüber. Dann schicken wir den Herrn da wieder rein. Und hoffen, dass der sich jetzt die richtige aussucht. Ich hoffe, ich habe auch die richtigen ausgesucht. Hallo, Stufe 3. Und wieder ein bisschen Geld für uns. So, und er stellt sich zur Dame. Das heißt, das ist jetzt der Frost mit der Mur unter den Augen des Vaters. Das kann mir nichts Schöneres vorstellen. Und vor allem, wenn die dann zusammen im Schlafzimmer verschwinden, dann wird's crank. Ja. Also, man könnte es ja... ich bin immer so versucht. Ich bin so versucht. Ich weiß auch nicht, ob die Minute schon um ist. Ja, wahrscheinlich. Wir nähern uns echt der Möglichkeit, dass wir diese Quest abgeschlossen bekommen. Dann könnten wir vielleicht ein Sportstudio bauen, dass wir so ein bisschen zum Beispiel den alten Knacker da ein bisschen trainieren können. Die sortieren sich neu. Ach so. So gefällt es euch besser. Und die, guck mal, der rennt einfach rüber, küsst ihn und jetzt geht's los. Was ist denn da los? Hallo? Was geht da ab? Ist es hier heiß drin oder bin ich das? So wird's nix. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Ganz ehrlich. Das war jetzt krass, oder? Habt ihr es gesehen? Er rennt rüber, küsst ihn und... Der hat mir viel besser gefallen als du. Tschüss. So etwa. So, jetzt probieren wir hier mal. No risk, no fun. Komm, ihr schafft das. Ja, jetzt fehlt uns halt immer noch was. Und jetzt gehen wir mal auf volles Risiko. Das haben wir auch geschafft. Yay. Jetzt gehen wir auf volles Risiko. Und jetzt, es muss jetzt klappen. Es muss einfach klappen. Jetzt kommt... Natürlich nicht. Ja, okay. Die Damen, also die schwangeren Damen rennen. So, Geralt, du bist aus dem Bereich Waff, also musst du da wieder hin. Viel Spaß beim Löschen. Diese junge Frau, die Michelle Dieburg, die schicke ich dann im Moment in Ermangelung von Alternativen. Die ist ja kein Doktor, die schicke ich nochmal ins Lager. Armes Mädchen. Die tanzen schon? Nee, die lachen noch, ne? Tanzt ihr schon oder lacht ihr noch? Magst du mich wirklich? Aber sicher, mein Schatz. Ich finde dich ganz großartig. Was der End? Der Entdecker, ne? Der Ente Doris. Bist du zu allen Bewohnern so nett? Ja, nee, nur zu dir, weil du so schön bist. Na, geht noch ein bisschen, da ist noch Potenzial. Da ist noch Potenzial, da könnte noch ein bisschen mehr Liebe. Warte mal, ich beschleunige das mal, das Ganze. So. Ach nee, das wird wahrscheinlich nicht wirken. Das war die falsche Klamotte. Aber schamlos ist gut. Jetzt, pass auf, jetzt geht's viel schneller. Und er ist jetzt schon ganz angetan.
Achso, die habe ich weggeschickt, als gerade Alarm war, ne? Das war ein Fehler. Dann bleiben die ja nicht in den Räumen, in die man sie schickt. So, wir wollen sehen, was hier passiert. Tschüss, Schwangere. Du bist süßer als Nuka-Cola. Und du bist halb nackt. Und du hast ein Strumpfband. Ja, ich weiß. Für mehr gab's. Also, das Outland hat nicht mehr hergegeben. Das muss noch eine Bombe gewesen sein, denn ich bin in dich verknallt. Oh, du bist so süß. Ich glaube, das war eigentlich sie, die es sagte, aber die stehen so dicht aneinander, man kann es nicht so richtig erkennen, wer jetzt wen gerade anflirtet. Wenn es noch Rosen gäbe, würde ich dir im Ödland welche pflücken. Oh, Schatzi, du bist so süß. Wie ist das im Outland denn wirklich schrecklich? Du zauberst mir immer ein Lächeln ins Gesicht. Oh, zeig mir deine Outland-Wüste. Komm mit, ich zeige sie dir. Wir erleben... Mit dir will ich tanzen. Ja, das tust du doch schon. Ja, ich weiß, aber ich will mit dir tanzen die ganze Nacht. Tanze Samba mit mir, tanze Samba die ganze Nacht. Ja, genau, das möchte ich. Du hast auch wunderschöne Augen. Fertig. So, Herr Entdecker, komm mal her. Mein Freund und Kupferstecher. Oh, das war jetzt wieder eine glückliche Wortwahl, Kumpel. Und die Dame, die... Oh. Es eskaliert. Die Dame wird natürlich auch... Die hatte was zu tun. Die Doris Milz, was haben die gemacht? War die nicht, war die hier oben? Kann schon sein. Nee, war sie wohl nicht. Aber hey, das Mädel. Das ist ja super. Was ist da eben passiert? Was war das für eine Quest? Sammle 70 Wasser in unter einer Minute. Niemals. Oh, guck mal, jetzt haben wir eine Chance. Jetzt gehen wir dem hier... Boah, jetzt sind wir knackerarm. Aber jetzt... Nee. Scheiße. Schade natürlich. Ich meine, schade. Das ist nicht dein Ernst, Alter. Also, jetzt geht sie mir doch ein bisschen zu sehr ran. Der war, glaube ich, hier oben, ne? Ja. Dann holen wir lieber nochmal Christi Burg runter, sofern das nicht wieder seine Tochter ist. Und die Schwangere, die packen wir da drüben. Habe ich jetzt auch so gesehen? Hey, Beverly Hinken, bleib mal hier. Das ist nicht seine Tochter, das ist seine Washington-Tochter. Irgendwas ist durcheinander geraten gerade wieder mal. Alter, wo kommt die Dame her? Das war... Hab ich ja den Falschen geschickt? Ah, gut. Es sind jedenfalls Mädels. Mädels sind gut. Ja. Viel Spaß. Wir brauchen Kinder. Kinder. Also es tut mir echt leid, dass wir das so auf so eine radikale Art machen müssen. Aber es geht halt nicht anders. Wir brauchen Kinder. Und der kennt ja 5 Minuten heim. Das heißt, das kriegen wir definitiv noch mit. Das ist wunderbar. Dann haben wir noch ein paar Kleinigkeiten mehr. Und jetzt geht uns hier das Licht aus. Das heißt, da unten gibt es keine Kinder, weil uns der Strom ausgegangen ist. Jetzt könnten wir gucken, dass wir hier irgendwas... Aber ich glaube, wir warten jetzt erstmal, bis wir ein bisschen Strom so kriegen. Ach, brauchen wir den ja. Geht eh schief. Ja, schön schief gegangen. Schön. Okay, die Paare sortieren sich wieder. Es ist wieder Licht im Dunkeln. Wir bringen Licht ins Dunkle. Kleines Kraftwerk. Wir bringen Licht ins Dunkle. Das hier ist Generator. Das macht irgendwie Sinn. Ja. Kann man so sagen. Haben wir einen Fehler gemacht? Eigentlich. Nee, eigentlich nicht. Es geht gar nicht anders, fällt mir auf. Die Wand hier ist blöd. Ne? Die Wand wäre besser hier. Weil man sieht immer nicht, wer da steht, wenn man hier in dieser Ansicht ist. Das Problem wird größer, je größer die Vault ist. Und jetzt riskieren wir es aber doch mal, oder? Alter, das Risiko 51%, das ist ja chancenlos. Das ist ja völlig chancenlos. Bah! Jo! Ah! Kumpel glücklich ist! Bringe ein Baby zur Welt, das kriegen wir hin. Sammle 300 Wasser, werden wir auch hinkriegen. Und vor allem haben wir jetzt 1000 auf der Uhr. Das heißt, wir können uns noch ein bisschen Zeit vertreiben. Aua! Das war mein Kopf für euch. Ich habe mir eben voll den Knaller aufs Ohr gegeben. Radiostation wäre auch ganz geil. Aufseherbüro kommt auch noch, wird noch richtig wichtig. Aber wir haben im Moment noch keinen, wo ich mich trauen würde wirklich. Also wir brauchen bessere Leute, also besser ausgestattete Leute. Und dann fangen wir doch mal mit hier in einem Trainingsraum an. Und ich sage mal, hier unten ist ja eine Produktionsabteilung.
Wir können den hinten ans Lager dran bauen. Wir machen kleine Trainingsräume. Erstmal. Jetzt haben wir einen Trainingsraum. Und der Vorteil ist, wo ist der alte Mann? Dann können wir dem mal hier eine kleine Trainingsrunde verpassen, auf dass es mit den Special-Fähigkeiten besser wird. Und bei den Damen gucken wir erstmal rein, ob wir eine ganz schwach haben. Das mag ich irgendwie immer nicht. Da habe ich immer so ein bisschen Mitleid. Wenn jemand so gar keine Stärke hat. Nö, die sind alle ganz kräftig eigentlich. Habe ich eine von den Schwachen etwa hochgeschickt? Emily, lass mich dich anklicken. Ja, Emily ist schwach. Emily darf auch mit dem Alten trainieren. Und dafür schicken wir dann das Mäuschen da hoch. Dann haben wir hier auch ein bisschen mehr Effizienz. So, hier haben wir eine mal Futter, einmal Stufe. Die tanzen schon, die zwei. Ja gut, Christi Burg natürlich. Logisch, dass er tanzt. Ist ein Jaguar im Wald? Der sucht bestimmt dich, Zuckerschnitte. Mua. Ach, irgendwie süß. Irgendwie auch nicht. So, wir kriegen jedenfalls sehr schöne, bunte Kinderchen. Die Felsen hier muss man natürlich auch noch entfernen für Geld. War klar. Also für Kronkorken. Kronkrk. Offizielle Schreibweise Krk. Sorry. Ich kann nichts dafür. Das passiert mir einfach. Was eigentlich mit hier passiert? War da nicht irgendwo noch eine Intelligente, die da mitgearbeitet hat? Eine Doktorin? Wo habe ich die denn geparkt? Oder war die nicht Doktor? Haben wir die nicht zum Doktor gemacht? Da. Ups. Und da seht ihr wieder die Vorteile einer Namenspräfix. Das muss ich mir hier nochmal vornehmen. Die ist ja, naja gut, aber egal, wir machen sie jetzt einfach, damit wir wissen, wo die Kinder hingehören. Zack. Und der Typ ist auch... Zack, wir stärken übrigens im Grunde gerade den Falschen. Okay, das hat geklappt da unten. Die gehen jetzt gerade Vaultbewohner zeugen. Was soll man noch für ein anderes Wort sagen? Und die Damen, ja, von mir aus, dann mach. Die hat noch ihren Schlafanzug an. Den brauchst du da an der Stelle eigentlich nicht mehr. Die Ashley. So. Dann haben wir irgendwo eine Anwärterrobe gehabt, ne? Wir hatten die an. Welche von den Damen? Dankeschön. Welche Dame trägt die Anwärterrobe? Ich muss dich finden. Ich will die haben. Wo ist die Anwärterrobe? Wer hat die? Die hat die doch, oder? Die Ing-Ing. Nee, die da? Verdammt, irgendeiner hat doch die Anwärterrobe an. Welche Schnecke war denn das? Die ist es nicht. Die ist auch nicht? Bin ich blöd? Hallo, Anwärterrobe? Wo bist du hin? Das ist auch so blöd, dass man bei den Schwangern echt nicht sieht, was sie... Wie es mir geht. Fantastisch. Spiel mit, der Aufseher könnte uns belauschen. Ja. Ich höre aber auch, wenn du flüsterst. Wo ist die Anwärterrobe hinten? Die, Doris hat sie. Die hat damit auch Agility. Ja gut, dann ist es jetzt Koch. Tut mir leid. Ja gut, die hat so ein bisschen die Basics auch für den Koch. Und die da hat ja sowieso Koch. Die brauchen eine Waffe, ne? Haben wir da was für sie? Naja, besser als nix. Der Kerl ist sowieso der Koch. Was heißt der Koch, ne? Der sorgt da und... Oh, scheiße, kein Strom, kein Strom. Oh, der Kerl ist da. Dann sammeln wir mal ein. So, Monsieur. Dann stell dich auch erstmal hier vorne zu deinem Kumpel. Jetzt überwacht mal die Vault. Hier riskieren wir mal was. Nee. Bei den Schwangeren riskieren wir mal was. Geht eh schief und dann rennen die ja kreischend raus und jetzt muss jemand anderes da rein, um sich um die Sache zu kümmern. Soweit so klar. Kann ich vielleicht mal bitte... Hallo, Spiel? 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 Komm, Chris. Nee, es war nicht Chris. So, Mr. Heimkehrer. Du bist jetzt ja auch eigentlich ein Ingenieur. Deshalb bleibst du auch hier. Die Waffe kannst du behalten. Das ist auch ganz gut. Dann gehst du jetzt bitte hier rein. Ich glaube, hat sich vorher schon ausgebreitet, seht ihr? So, die Dame hat hier das und jetzt könnten wir hier, das kriegen wir nicht erhöht, das ist zu teuer, aber das hier könnten wir gleich hochmachen, wenn hier dieser Alarm vorbei ist. Im Moment löschen die noch glücklich. Ihr wisst ja, löchelnd lächeln ist schön. Schenk mir ein Löchel! Psch, yay! So, jetzt sortiert sich hier alles ganz mühsam neu.
Den muss ich nochmal da reinschicken und dann muss ich auch eine von den Damen entfernen wieder. Welche denn? Ja, die hat auch P. Die ist eigentlich für Waff ganz gut geeignet. Ich nenne sie jetzt mal einfach, damit die nach unten kommt, nicht falsch verstehen. Die jetzt mal Z, die hat im Moment keine Zuweisung, aber wenn die dann sortiert ist, dann ist die da unten. Ups. Komm mal her, Mädchen. Die ist auch noch fruchtbar. Seit fruchtbarer Tage. Allerdings haben wir keine Möglichkeit. So, dann haben wir hier noch, ach so, siehst du, der fehlt uns da oben auch. Der ist ja definitiv Ingenieur. Im Happy Glücklich Anzug. Aktuell. Aufgrund von fehlenden Möglichkeiten. Dann haben wir hier noch den Herrn, der Albert Hancock, der ist Koch. Kochkock. Hengkoch sozusagen. Albert Hengkoch. Uns geht echt der Strom gerade aus. So, dann haben wir hier noch die Mary Hinken. Die haben wir auch von irgendwo geholt. Die war, glaube ich, auch da oben. Aber jetzt stecken wir erstmal den Ingenieur hier. Den stecken wir jetzt erstmal da rein. Dann geht's da gleich ein bisschen los. So, hier sind die beiden Damen am Werkeln. Da trainieren ja eigentlich die Falschen, aber das ist uns erstmal recht, weil wir alle Leute brauchen zum Arbeiten. Hier oben haben wir läuft doch nicht immer durcheinander. 2, 4, 6. Okay. Dann ist die Beverly erstmal ein Z. Wie wäre E für P, also für Waff ungeeignet. Aktuell. Dann haben wir hier noch, die ist auch für P ungeeignet. Die ist E gut, aber E bringt uns hier im Moment noch gar nichts. Und da oben fehlt uns aber auch einer. Der weiß ich aber nicht wer. Das Strom übrigens. Warum mache ich es mir eigentlich so schwer? So. Ja. Die ist also definitiv nicht geeignet für da. Muss nochmal hier gucken. Ob wir noch eine Dame haben, die etwas P-iger ist. Die ist P-iger. Dann wird die Waff. So. So, Miss. Bitte folgen Sie mir. Unauffällig. Da rein. Der alte Knacker war ja da vorher drin, aber den werden wir eh zum Ödländer umrüsten. Das ist Sinn und Zweck der Sache, weil der ist echt gut, was seine Werte angeht. Und ihr schon Vater daheim wollt, also der muss hier nicht unnötig Zeit verbringen. Gut, das ist schon mal sehr gut so. Und die trainieren hier halt jetzt. Und wenn wir jetzt New Core leiten, könnten wir es beschleunigen. Ansonsten können wir es halt nicht. Und ihr seht, die erste Stufe ist relativ schnell erreicht. Es geht 19 Minuten. Die zweite dauert schon ein bisschen länger. Also die dritte dann von der zweiten ausgehen. Und dann wird es immer länger, was die da im Trainieren sind. Und man kann natürlich am Anfang auch nicht so viele Leute entbehren häufig. Hier fehlt mir auch noch eine Hilfe. Wer war denn damit dabei? Die ist relativ intelligent. Die ist intelligenter. Dann machen wir jetzt eins. Die braucht er nicht im Lager versauen. Versauern. Versaut ist hier eh alles. So, das ist gut. Hatten wir nicht noch einen Heimkehrer erwartet? Nee, sind alle daheim aktuell. Das ist gut. Und dann haben wir ja jetzt heute doch ganz schön was erreicht. Bin ich sehr froh drum. Ich sag dann an dieser Stelle Tschüss. Und danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao.